Herzlich willkommen zurück zu The Witcher 3. Ja, in der letzten Folge hatten wir eine ziemlich lange Quest, die habe ich dann ein wenig gecuttet und hier gibt's damit den zweiten Teil. Viel Spaß! Das Leben ist So, die gerecht. sieben Katzen sind hier, ne? Wo ist er denn? Mama kann gerade nicht. Mama ist gerade am Einsammeln. Ach so, nee, ich bin gar nicht gemeint. Aber das sind gar nicht die sieben Katzen, fällt mir gerade auf. Hallo? Es wäre schön, wenn du... Sag mal. Das sind anscheinend doch die sieben Katzen, aber wir dürfen jetzt hier nicht mehr raus, oder was? Oh, mein Gott. Na schön, jetzt bist du mir einige Erklärungen schuldig. Warum hast du Lund getötet? Und worum geht es hier? Willst du die kurze oder die lange Version hören? Erzähl mir die ganze Geschichte. Ich hatte einen Freund. Sein Name war Aiden. Du hattest einen Freund? Sehr witzig. Ich habe ihn kennengelernt, kurz nachdem ich den Auftrag hatte, den Fluch vom Oger von Elander zu brechen. Aiden war beauftragt worden, ihn zu töten. Er war ein Hexer von der Katzenschule. Soweit ich mich erinnere, wurde der Oger letztendlich getötet. Ja, nachdem er meinen Auftraggeber ausgeweidet hatte, blieb uns nichts anderes übrig. Aiden und ich haben uns zusammengetan und uns die Belohnung für den toten Oger geteilt. Danach haben wir häufig zusammengearbeitet. Er war der Beste, den ich jemals getroffen habe. Du weißt, ich mag dich, aber das ist kein Vergleich. Hallo? Was ist mit ihm passiert? Vor einiger Zeit hat Aiden einen Auftrag angenommen, einen Fluch zu brechen, bei der Tochter des Herzogs. War von Anfang an ein politisches Fiasko. Und der Hass auf die Katzenschule kam noch dazu. Sie haben sich diesen Hass redlich verdient. Sie wurden praktisch zu Auftragsmördern. Aiden war nicht so. Jedenfalls hatten einige Höflinge des Herzogs andere Pläne. Wollten nicht, dass der Fluch der Erstgeborenen des Herzogs aufgehoben wird. Also haben einige ausgebildete Mörder Aiden aufgelauert und ihn ermordet. Unser lieber Aufseher war einer von ihnen. Und Yad Karadin? Der Anführer der Meuchelmörder. Er hat ihm den tödlichen Stoß verpasst. Das mit deinem Freund tut mir leid. Ich brauche kein Mitleid, sondern deine Hilfe. Wir müssen mit Vienne reden. Inzwischen müsste sie genügend getrunken haben. Gehen wir. Vienne? Was willst du? Wir suchen Yad Karadin. Und warum sollte ich euch helfen? Meinem Freund hier ist es wirklich wichtig. Und was springt für mich dabei raus? Ich bezahle fürs Erste dein Bier. Dann werden wir sehen, wie wertvoll deine Informationen sind. Ich habe zu Karadins Bande gehört, aber... Oh, wie lange ist das her? Ich weiß nicht, wo er steckt. Ich bin nicht mehr dabei. Außerdem ist er mit seinen alten Kumpeln nicht mehr befreundet. Er soll sich verändert haben. Wer war sonst noch in Karadins Bande? Außer mir? Selyse, Hammond und Lund. Aber die sind in alle Winde verstreut. Selyse ist nach Dreiberg gegangen, Hammond nach Skellige und Lund... Lund ist tot. Endlich hat er seinen Meister gefunden. Dann könnt ihr nur noch Hammond oder Selyse fragen. Diese Selyse, wo finden wir sie? Sie hat sich gut gemacht. Sie führt ein Bordell in Dreiberg, wo die reichen Männer hingehen. Die Huren entlocken ihnen Informationen, die sie dann verkauft. Der Name des Bordells? Die Schwarze Lilie. Selyse hatte schon immer einen schrecklichen Geschmack. Wir brauchen Informationen über Hammond. Früher war er Karadins rechte Hand.
Als sich die Bande trennte, ist er zurück nach Faroe, wo er einst herkam. Jetzt ist er Pirat. Selbst die Jarls behandeln ihn mit Respekt. Was ist mit dir? Was ist deine Geschichte? Skoyatel, die Einheit wurde aufgerieben und ich habe mich Karadin angeschlossen. Die haben mich nie gleichwertig behandelt. Nein. Ich konnte einen Spatz auf 100 Schritt Entfernung treffen. Aber für Karadin war ich nie gut genug. Er hat diese Hure Selyse bevorzugt. Warst du an dem Mord des Hexers Aiden beteiligt? Vielleicht. Ich weiß es nicht mehr. Zufrieden? Sie weiß nichts. Wir müssen mit Hammond und Selyse sprechen. Ihr solltet nicht nach Karadin suchen. Wenn er merkt, dass ihr hinter ihm her seid, wird er euch auf der Stelle töten. Das werden wir ja sehen. Und was dich anbelangt. Bitte? Nein, Lambert. Du hast recht. Lassen wir sie so leben. Was ist mit meiner Bezahlung? Arschlöcher. Du musst mir helfen, Geralt. Am besten trennen wir uns. Du segelst nach Skellige und versuchst, was aus Hammond herauszubekommen. Ich gehe nach Dreiberg und treffe dort Selyse. Zuerst müssen wir reden, okay? Lambert, lass uns darüber reden. Nein, das ist eine der Situationen, der ernsten Situationen, wo man keine unnötigen Fragen stellt und einem Freund einfach hilft. Wo treffen wir uns, wenn ich wieder zurück bin? In der Taverne nirgendwo. Gut, bin schon unterwegs. Viel Glück. Ui, guck mal. Ja. Du drehst unseren Mädels nicht den Kopf, du Schuft. Was? Geht's noch? Ja, dann hat sich ja noch mal eine komplette Nebenquest, so wie es aussieht, hier eingeschmuggelt. Mein Onkel ist im Zirkus, weil er schwer. Hallo, geht's noch? Kannst du das auch? Kleiner, pass mal ein bisschen auf, wo du hinläufst, ja? Und renn nicht einfach wahllos irgendwelche Leute um. Ich glaube, Takt. Jetzt fangen die ja auch noch an. Ja, dann lauf mich nicht um, dann tut's auch nicht weh. Hurra! Mein Gott, wo bin ich denn hier gelandet? Kannst du uns mal helfen, Meister? Wir haben zu wenig Geld für die nächste Runde. Wir sind nämlich Kollegen, weißt du? Hexer, nicht? Wir sind Metzger. Du schlachtest, wir schlachten. Nur verdienen Hexer besser. Ganze Dörfer werfen zusammen. Hohe Herren öffnen die Börsen. Hohe Damen die Schenkel. Da war ich wohl in den falschen Dörfern und hatte mit den falschen hohen Damen und Herren zu tun. Los, lass uns nicht betteln. Wozu ist ein Hexer denn eigentlich gut? Doch dazu, Leuten in der Not zu helfen. Erforderliche Täuschung Stufe 1. Na toll. Kann ich also nicht machen. Naja, aber er möchte sich ja gerne aus allen raushalten, ne? Andererseits, er lässt sich ja nicht erpressen. Glaubt mir, ich tue euch einen großen Gefallen, wenn ich euch kein Geld gebe. Jetzt lasst mich durch. Hey, Meister, pass auf, was du sagst. Wir sind aus der gleichen Branche, aber deswegen musst du uns nicht wie Hunde behandeln. Sei still, du stürzt uns noch ins Unglück. Er ist ein Hexer, siehst du nicht? Ja, ich bin Hexer. Geht aus dem Weg. Machen wir nicht. Ich schon. Ich lass mir von niemandem was befehlen. Macht mir überhaupt nichts aus, einem Hexer Manieren beizubringen. So, bring einem anderen Hexer Manieren bei. Genug. Wir haben dich verstanden, Meister. Geht heim. Ihr habt genug. Ja. Die sind mir jetzt gerade dummerweise kurzfristig über den Weg gelaufen. Moment, andersrum. Wo ich gerade auf dem Weg zu den Docks gewesen bin. Wir sehen uns dann gleich wieder. Du bist von der vulgären Sorte. Das sehe ich dir an. Ja, also, ich habe versucht, zum Zielort zu gelangen, aber es ist mir absolut
unmöglich, dahin zu kommen. Ich weiß nicht, ob das ein Bug ist oder keine Ahnung. Wenn ich auf die Weltkarte gehe, ich habe auch versucht mit dem Schiff einfach, also hier ist ja die Weltkarte und wir sind hier oben gerade und wir müssen nach hier unten, nach Stelige, also wenn das, doch das ist das glaube ich hier unten, dann habe ich versucht hier komplett rüber zu gehen, dann kam dieser dämliche Spruch mit dem Drachen mitten auf dem Meer, was nicht nur unpassend war mitten auf dem Meer, sondern was ja ein absolut Mist war, weil wir ja dann nicht hier hinkommen. Wenn ich jetzt aber so hier hingehe, ich habe tatsächlich alles abgesucht. Ich habe hier unten, wo ich meine Markierung hingemacht habe, da müsste ich eigentlich hin. Wir sind direkt da, ich kann euch das direkt zeigen. So, da müsste ich eigentlich hin. Wenn ich jetzt die Markierung wegmache, dann habe ich diesen Punkt, aber ich kann nicht dorthin reisen. Also das ist nur dieser Questpunkt, der da drin ist. Aber ich kann nicht dorthin reisen. Ich habe die komplette Karte abgesucht. Es gibt keinen Reisepunkt. Ich kann hier nirgendwo auf Reisen klicken, egal wie sehr ich reinzoomen will. Es passiert nichts. Ja, ich komme absolut nicht weiter mit der Quest. Also wenn ihr wisst, wie man da weiterkommt, bitte, bitte, bitte schreibt es mir in die Kommentare, weil ich möchte die Quest doch schon gerne weitermachen. Die hört sich sehr interessant an, zumal das nicht so dieses übliche, sag ich mal, Hexermäßige jetzt war, sondern eher so eine negative Richtung abdriftet, habe ich so das Gefühl. Aber ich komme hier einfach nicht weiter. Wie gesagt, ich habe es per Schiff versucht, hier hinzukommen. Ich habe schon alles versucht und da steht nun mal, ich soll nach Faori gehen und nach Hammond suchen. Das ist genau hier, also wo ich jetzt gerade gestanden habe auf der Karte. Und ich komme einfach nicht dahin. Ich habe auch hier auf die Karte gedrückt, um das mal auszuprobieren. Da komme ich dann aber nur auf die Weltkarte tatsächlich hin. Die bringt mir dann auch nichts. Selbst wenn ich jetzt hier rausgehe und dann hier drauf gehe, dann kann ich von da aus, ihr seht das ja schon an der Markierung, kann ich auch nicht reisen. Da ist dann wieder nur diese Markierung hier unten drin und ich habe absolut keine Ahnung, wie ich da hinkomme. Deswegen breche ich jetzt hier erstmal diese Quest ab. Es tut mir wirklich sehr, sehr leid. Aber wir werden dann ja mal nach einer anderen Quest schauen müssen, weil es einfach nicht geht. Und ich möchte auch ehrlich gesagt nicht mit The Witcher aufhören. Ich finde die ganze Story und so weiter, die dahinter steckt, finde ich wirklich sehr geil. Ja, ich kann halt nur diese eine Quest nicht verfolgen, was für mich sehr, sehr schade ist, weil das schon eine Hauptnebenquest für mich so ein bisschen innerlich geworden ist. Aber was soll man noch dazu sagen? So, dann würde ich sagen, suchen wir uns jetzt eine neue Quest aus. Das mit dem Flüsterhügel trotz Level 5, was schon abartig wenig ist eigentlich, schaffen wir ja nicht. Das ist das Blöde daran. Das ist nur alles mit Sammeln. Moment, ich hatte doch hier oben. Schau dich um. Als Geralt durch die sonnigen, aber von Krieg gezeichneten Lande nahe Ochsenfurt zog, hörte er ein äußerst seltsames Geräusch. Etwas, das nach schiefem Gesang und dem Brüllen eines eingeklemmten Schweins klang. Geralt wäre ein schöner Hexer, wenn er dieser Sache nicht auf den Grund gegangen wäre. Ja, ich würde sagen, das nehmen wir jetzt erstmal und dann sehen wir uns gleich am Zielort wieder. So, wir sind angekommen. So viel noch nie, Dreiberg-Infanterie. Schwinge Schwert und Knöchel knack, tötet Nilfgaard-Lumpenpack. Mir zittern schon die Knie, hier kommt Nimna-Kavallerie. Du, okay. Menschling, hier redanisches Armeelager. Kein Durchgang, kein Boot klauen. Redanisches Lager? Wo versteckst du das denn? Siehst du nicht? Ich komme zur Armee von König Raluwit. Befehl, Boote bewachen. Die Boote sind ziemlich hinüber. Boote bewachen, sagen Redania, aber kein Holz für Zaun. Nur Boote, ja. Drum Zaun aus Booten ich mach. Boote bewachen, Boote. Okay. Warum bist du zur Armee gegangen? Hat dich jemand rekrutiert? Krut?
kein Krut. Gute Soldaten kommen, Häuptling sagt Boote bewachen, sonst kommen Bauern und nehmen Bauernboote. Komisch, verstehe nicht. Ich schon, glaube ich. Die Redanier haben Boote von Bauern beschlagnahmt und damit gerechnet, dass die Bauern sie zurückholen. Was ist dann passiert? Häuptling geht, Soldaten trinken und singen, viel singen. Troll, hör zu. Bumm, kommen Bauern mit spitzen Stöcken. Troll will helfen, rennt los. Ruft zu Bauern und Soldaten, zieht sie auseinander mit Vorsicht. Aber alle fallen um, auch Soldaten. Aber trotzdem Boote bewachen. Und ich bewache, ich Soldat. Und ich singe. Für dich auch? Nein, danke. Ich hab dich vorhin schon gehört. Aber wo sind denn die Leichen? Ich sehe gar keine. Troll hungrig. Wozu wegwerfen? Bauern sehr gut. Soldaten, Freunde, nicht so gut. Trotzdem große Suppe immer gut. Du bist gefährlich, wenn du Soldaten frisst. Naja, gut, er hat tote Soldaten gefressen, ne? Ich verstehe schon. So ist das im Krieg. Du auch Soldat? Nein. Troll macht Soldat. Trollhäuptling sagt, bring Farbe. Du bringst Farbe. Farbe? Was meinst du? Farbe, Farbe, bunte Farbe, rote Farbe, weiße Farbe in der Stadt. Geh, ich bewache Boote. Also, möchte er jetzt damit den Zaun anstreichen oder möchte er damit jetzt was anmalen? Gut, ich treibe etwas Farbe für dich auf. Du gut. Redania Armee vergisst nicht. Krieg so lieb und nicht verkehrt. Männer fallen tot vom Pferd. Trolle machen Suppe draus. Nicht verschwenden, toller Schmaus. Vergessen wie weiter. Okay. Ja, also wir haben jetzt hier schon mal was, wo wir hinporten können. Das ist sehr, sehr geil. Dann brauchen wir den ganzen Weg nicht mehr zu laufen. Die Frage, ach so, da in der Stadt, würde ich sagen, gehe ich zum oberen Tor. Dann sehen wir uns gleich da. Überrascht mich nicht. Der berühmte so, Moment, hier sind ganz viele Sachen, die man einsammeln kann, aber unter der Stadt, oder? Sie nannte das Charakterbildung. Seltsam. Okay, wir müssen mit dem Kaufmann hier reden, glaube ich. Was kann ich für dich tun? Was ich heute nicht habe, kann ich bis morgen besorgen. Ach, der kann auch Gwen spielen? Ich möchte Karten spielen. Dafür müssen wir sicher nicht bis morgen warten. So. Was kann ich für dich tun? Was ich heute nicht habe, kann ich bis morgen besorgen. Ja, das hast du schon mal gesagt. Mal sehen. Vielleicht suche ich mir was aus. Es ist natürlich die Frage. Farbe sonstiges 16. Naja gut, ich habe 909, das geht noch. Kaufen wir die einmal. Das sind auch mehrere Farben, wenn ich das richtig gesehen habe. Jetzt sehe ich es ja nicht mehr. Ja. Das war wahrscheinlich alles, was wir machen müssen, ne? Bis dann. Genau, bringen dem Troll die Farbe. Dann port ich da mal eben schnell hin. Zack. Wo ist er? Oh, steht direkt neben mir. Gefreiter Schiefer zur Stelle. Ich habe zufällig etwas Farbe dabei. Oh, 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 oh.
Was ist denn? Farbe, ja, aber weiß nicht wie. Das könnte ein Problem sein. Menschling weiß wie? Mein Befehl, er wissen sollen. Ich schätze schon. Kommt drauf an, was? Vogel malen. Redanischen Vogel wie auf Schild. Oh Gott. Muss ich das jetzt selber malen dann auch, oder? Ich versuche es mal. Hast du einen Pinsel? Oh Gott. Achso, er macht schön, selber sehr schön. Vogel toll. Meinst du? Solange du zufrieden damit bist. Du gut, nicht wie andere. Danke. Trinken ja, kein Thema. So viel noch nie. Dreifach Infanterie. Schwinge Schwert und Knöchel. Oh Gott, ich glaube, das war das, was wir schon gehört haben. Ich gehe mal so ein bisschen hier weg, damit man mich überhaupt noch verstehen kann. Aber ich glaube, man kann mich jetzt gar nicht so verstehen. Deswegen mache ich es jetzt kurz und schmerzlos. Wir beenden dann erstmal die heutige Folge und ja, sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Wie gesagt, wenn ihr wisst, wie wir in dieses eine Gebiet reinkommen, was ich vorhin erwähnt hatte, dann schreibt es mir bitte in die Kommentare. Ich wäre euch sehr, sehr dankbar dafür. Ansonsten müssen wir mal schauen, was wir dann in den nächsten Folgen machen. Wir haben ja noch so einiges offen und ich hoffe, dass davon auch ein paar Sachen so geil sind wie diese Nebenquest jetzt gerade. Ich weiß nicht warum, aber das war jetzt irgendwie gerade wieder voll der Bringer. Das hat mir den heutigen Tag total gerettet. Bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich natürlich auch gerne abonnieren.